So, jetzt werde ich mir den sogenannten Sanding Sealer mal zurechtmixen. Bei eBay gab es Shellac, ganz wichtig, entwachst oder wachsfrei, gelben Shellac. 100 Gramm sind das hier. Das soll man laut Anleitung 60 Gramm Shellac auf 250 Milliliter Ethanol mischen. Gut. Ethanol habe ich mir besorgt von der Apotheke. Ein Liter rund 15 Euro. Da komme ich bestimmt eine ganze Weile mit hin. Dazu gibt es noch einen Filter, der bei dem Shellac-Paket mit dabei war, womit ich die Verdünnung nachher sicherlich durchfiltern kann und habe dann sauberes Gemisch. Ja, gut, fange ich mal an. Werde ich mal erstmal 60 Gramm abwiegen. Lege ich mal zum Arbeiten eine Platte unter. Ui, jetzt ist natürlich hier Gegenlicht. Mögt ihr die lieber? Altes Küchenbrett. So, mal gucken. Ja, das Gegenlicht ausmachen. Ist ein bisschen besser für euch. Ne? Und ich hoffe, dass die funktioniert. Boah, zeigt auf alle Fälle was an. Geht auch wieder aus. Das ist gut. Da soll das rein. 60 Gramm. So, in dieser Funktion zeigt die Waage jetzt 0 Gramm an, so dass ich jetzt nur 60 Gramm abwiegen muss. Mal schauen. 52, 54, 55, 58, na, 60. Ach, na, hervorragend. Das Ganze möchte ich in diesem Glas anrühren. Also fülle ich es einmal um. Die machen wir mal aus. Na? Ja, so. Alte Küchenwaage von meiner Frau. Die wollte was Moderneres. Kein Problem. Dann bleibe ich das hier so. Und das riecht nach Gurke. Das hat sich ausgewaschen, aber ein altes Gurkenglas. Ui. Mal über Eck kippen. Ich merke schon, das wird so nicht so richtig gut. Aber da gibt es ja Tricks. Was habe ich denn hier drauf? Ah! Ja, holzfein.de. Na gut, das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Muss ich euch mal so ein bisschen kurz vor die Kamera gehen, aber es gibt ja Mittel und Wege. Das sauber reinzukriegen, ne? Alter Trick. So, gut. Das haben wir schon mal im Glas. Was brauchen wir noch? 250 Milliliter Ethanol. Alles klar. Brauche ich jetzt ein entsprechendes Messgefäß. Das hole ich mal eben. So, Ethanol. 250 Milliliter. Das ist dann hier. Bis dahin muss ich also hin. Na gut, schauen wir mal. Bei 150. Mal sehen, wie gut sich das dosieren lässt. Ja, hervorragend. Und das Ganze müssen wir mit dem hier nur noch vermischen. Kräftig umrühren dann. Jetzt brauche ich was zum Umrühren. Eieiei. Kleinen Moment. Und schon habe ich wieder was gefunden. Ewi Entwickler, ne? Wieder aus dem Schwarz-Weiß-Bereich. Ist ja nur kein Aceton, insofern wird auch kein Plastik angelöst. So. 250 Milliliter Ethanol auf 60 Gramm Shellac hell entwachst. Gut, damit werde ich euch jetzt nicht langweilen, ne? Bis später. Braucht eine ganze Zeit. Ich glaube, ich werde es mal mit Schütteln probieren. Das Gurkenglas ist ja dicht.
Ja, nun habe ich eine ganze lange Zeit geschüttelt. Irgendwie denkt das Zeugs nicht daran, in Lösung zu gehen. Es wird zwar kleiner, aber die Suppe ist immer noch so, dass man das nicht vernünftig gebrauchen kann. Setzt sich unten ab. Ist nicht wirklich toll. Ich habe das jetzt nur mit der Bohrmaschine und so einem Quirl, aber mit ein paar tausend Touren pro Minute hier vermischt oder bewegt. Ja. Setze ich immer noch ab. Keine Ahnung, was ich falsch mache, aber da muss ich wohl nochmal nachlesen. Chemie war nie meins. Sonntagabend habe ich das angerührt. Habe es 2 Tage stehen lassen. Wir haben jetzt Dienstagabend. Und ich muss sagen, das hat sich doch ganz richtig gut aufgelöst. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Lass mal Licht dagegen scheinen. So. Donnerwetter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Unten ist noch ein bisschen Rest. Geschüttelt. Wahnsinn. Also, Geduld führt manchmal weiter. Was ich bei der Anleitung eben gelesen habe, ist, dass Mengenangaben in Form von Millilitern angewendet worden sind. Und wie ich in einem guten Filmbeitrag über den Restaurator von Möbeln erfahren habe, ist es denn doch sinnvoller, Gewichtsangaben bzw. nach Gewicht abzumessen. Denn die spezifische Dichte von Alkohol ist anders als von Wasser und. Ja, hier unten sind noch ein paar Sachen drin. Noch mal rangehen. So. Da ist also noch ein bisschen was drin. Hier unten so Schmierkram, aber ich denke, das wird sich auch noch auflösen. Gut. Geht also vorwärts. Hier im Keller ist nicht so ganz warm. 13 Grad plus im Moment. Das ist so das, was hier herrscht. Ich werde das Ganze eben noch auf die Heizung stellen. Die habe ich jetzt hier zum Basteln an. Ich will noch ein Werkstück weitermachen. Hier sind noch so ein paar vereinzelte Klümpchen, aber kein Vergleich zu dem, was ich Sonntagabend hier hinterlassen habe. Sehr schön. Gut. Ist wieder eine knappe Woche vergangen. Und jetzt ist auch wirklich alles aufgelöst. Ganz hervorragend. Das werde ich jetzt mal filtern und umfüllen. Im Internet habe ich mir hier diese Flaschen besorgt. Das sind Quetschspritzflaschen aus HDPE, also Hochdruckpolyethylen. Ich denke mal, die sind ein bisschen besser, was die Chemiefestigkeit betrifft. Der mitgelieferte Filter mit 125 Mikrometer Gitterdurchlass. Na klar, na gut, wir werden sehen. Also ich versuch's mal. Das müffelt. Auf geht's. Das habe ich aber eben ziemlich genau abgemessen hier. Hat gerade gereicht, ist nicht übergelaufen. Na gut. So, die Tülle ist noch zu. Hier oben. Zugeschraubt. Das mit drauf. Damit ich weiß, was da drin ist. Ganz einfacher Trick. Etwas Tesa-Crepe hinum. Muss ja nichts Hochaufwendiges sein hier für die Beschriftung. Ah, die Schwerkraft zieht wieder alles nach unten. Jetzt wird das Ganze noch beschriftet. So. Das ist eine Einheit Shellac und 5 Spiritus, also 1 zu 5. Na. Und das. So, was haben wir heute für ein Datum?
Ja, so genau brauchen wir es nicht. Monat Februar 2017. Ja, gut. So funktioniert das Ganze. Ich habe noch ein bisschen über von dem Mix. Packe ich in die nächste Flasche. Trichter drauf. Und Filter ist noch drin. Da habe ich den jetzt den Rest noch verdünnt. Und damit habe ich eine Mischung von 1:7. Exakt 100 Milliliter. Und damit habe ich den Rest auch gut verbraucht. Ja. Gut. Wird ebenso beschriftet. Und dann kann ich es benutzen. Gut, auf die Art und Weise kann man also Shellac-Politur herstellen, die als sogenannte Sanding Sealer beim Drechseln verwendet wird, als Grundlage zum Schliff. Und das werde ich mal ausprobieren. Hier kommt konsequenterweise auch wieder eine Banderole herum. Ganz einfach hier mit Tesa Crepe. Das, was man so rumliegen hat, wird beschriftet wie das andere. 1:7. Ja, und dann werde ich damit mal arbeiten. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.